Busfahrer. Bitte schön. Und Schnauze sind wir am Start, eben halt auf unsere Berliner Art. Belächelt und geliebt werden wir dafür, it's a place to be, Berlin mit Liebe dir. Berlin, du bist der Knall im All, wir kommen und steppen. Berlin mit bei Nacht, ich bin hier geboren, die Jugend verbracht. Mir geht es gut, ich bin nicht allein, hab's super Freunde, kann glücklich sein. Der Puls der Zeit schlägt hier in Berlin, und hier wird das Land, du es an den Berlin. Mode, Kultur und Film trifft sich hier, auch an der Bude und der Curry und Bier. Berlin, du bist der Berlin, du bist die tollste Stadt auf der ganzen Welt. Party machen, glücklich sein, wie es mir gefällt. Wie es mir gefällt. Und ab geht er! Sterne strahlen hell, doch Berlin strahlt heller. Warum soll ich jemals von dir gehen? Es ist doch nirgendwo so wunderschön. Berlin, du bist der Knall im All, hier wohnt und steppt der Wehr. Ich war ja schon fast überall, doch komm immer wieder her. Berlin, du bist die tollste Stadt auf der ganzen Welt. Party machen, glücklich sein, wie es mir gefällt. Berlin, du bist der Knall im All, gewohnt und steppt der Bär. Ich war ja schon fast überall, doch komm immer wieder her. Berlin, du bist die tollste Stadt auf der ganzen Welt. Party machen, glücklich sein, wie es mir gefällt, wie es mir gefällt. Berlin, du bist der Knall im All. Da gestehen sie sich natürlich diese Fehler nicht ein. Das ist klar, wer macht das schon gerne? Ja, selbst sich den Spiegel vorzuhalten und zu erkennen, ich habe große Fehler gemacht. Und das jetzt auch manifest zu machen, um wirklich eine völlig andere Wirtschaftspolitik, die dringend notwendig ist, um sie jetzt einzuleiten. Ich erzähle meinen Studierenden immer, sie sollen in der Ökonomie nicht in absoluten Größen denken. Was heißt das? Das ist Lehraussagen. Sie sollen in relativen. Wenn hier gesagt wird, 160 Milliarden, dann kommt das natürlich im Publikum an, boah, das ist ja eine Zahl, die ist ja erschreckend. Dann frage ich Sie, 160 Milliarden bis 2030, um wie viel steigt denn in unserer Volkswirtschaft bis 2030 das Volkseinkommen? Dafür haben wir Sie eingeladen, Herr Bonnkow, das wissen Sie bestimmt. Und das ist dann die Relation, das ist, hat er vollkommen recht, das passiert gar nichts. Gar nichts verändert sich hier relativ. Das ist hier wirklich, worüber wir hier reden, ja, ist eine Phantomdiskussion. Wir reden hier über. Ende der 80er Jahre, einer der berühmtesten Filme hieß wie? Stirb langsam. Der Plot war ja klar. Wenn die Rentenbeiträge steigen, dann steigen auch und explodieren die Lohnnebenkosten und eure Arbeitsplätze werden vaporisiert. Yippie-yay-yay, Schweinebacken.
Aber kurz bevor uns die Rentner überrollen konnten, da hat die Politik das hier entdeckt. Die Rentenformel. Hier, guck, vielleicht, wenn es jemand lösen mag, jetzt... Richtig, da kommt Null raus, vollkommen richtig. Und warum? Das liegt an diesen ganzen Faktoren hier, diesen Dämpfungsfaktoren. Damit hat die Politik die Rente, sagen wir mal, um 25% gesenkt. So, haben Sie den Aufschrei in der Bevölkerung gehört? Nein, deswegen heißen die auch Dämpfungsfaktoren. So. Meine Damen und Herren, das war der Moment, da hat die Politik und alle, da haben sie die Rente, das war, glaube ich, die größte Rentenkürzung in der Geschichte von Deutschland. Warum hat man es gemacht? Aus Angst vor dem demografischen Wandel. Der demografische Wandel, das hat man ja immer gesagt, immer weniger Junge müssen immer mehr Ältere durchfüttern. Die Zahlen waren ja konkret, die Prognosen waren klar. Die jungen Leute, also die Jugendlichen, also der halbiert sich die Zahl der Rentner verdreifacht sich. Katastrophe. Das Schöne an der Katastrophe ist, die hat schon stattgefunden. Von 1900 bis ins Jahr 2000. Von 1900 bis ins Jahr 2000 hat sich die Zahl der Jugendlichen verdoppelt und die Zahl der Rentner verdreifacht. Und was haben wir in der Zeit gemacht? Unsere Sozialsysteme ausgebaut und unseren Lebensstandard gesteigert. Sie werden fragen, wie ist das möglich? Die Wirtschaftskraft von Deutschland. Ich sage Ihnen das mal ganz kurz. Das hier ist ungefähr die Wirtschaftskraft von Deutschland im Jahre 1950. So, das waren goldene Zeiten. Da mussten wir von diesem Kuchen nur 14% an die Rentner abgeben. So, heute müssen wir über 30% an die Rentner abgeben. Das wäre ein Problem, wenn wir glauben, dass der Kuchen immer gleich groß geblieben ist. Ist er nicht. Der Kuchen hat sich dank moderner Technik und meiner netten Assistentin hier... Das ist das Verhältnis, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das, meine Damen und Herren, ist der Kuchen, den wir verteilen können. Ja, und trotzdem erzählen sie uns immer, oh, wir müssen jetzt aber den Gürtel enger machen. Und jetzt sagen sie zu Recht, ja, Moment, wenn so viel Kuchen da ist zum Verteilen, was ist da mit meiner Rente? Kleine Geschichte. Stellen Sie sich vor, ein Arbeitgeber, ja, der lädt jedes Jahr zur Geburtstagsparty ein. Und immer, jedes Jahr backt er einen immer größeren Kuchen. Und sie kommen an und kriegen aber immer ein kleineres Stück. Und sie fragen ihn, warum? Und er sagt zu ihnen, aber weil wir sonst alle verhungern. Und deutet auf so einen alten Mann in der Ecke, dem nehmen sie natürlich sofort das Kuchenstück weg, weil sie haben ja Angst zu verhungern. Und vor lauter Generationenkonflikt mit diesem Rentner in der Ecke, kommen sie gar nicht mehr dazu zu überlegen, wer in dieser Geschichte eigentlich am meisten vom Kuchen zurückbehalten hat. Der Arbeitgeber. Aber das dürfen sie nicht so laut sagen, weil sonst kommt jemand und sagt, psst. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Herr Uthoff, ich habe Ihnen das jetzt tausendmal erklärt, der Fall ist doch ganz klar. Also wir haben eine gute gesetzliche Rente, dann Demografielüge, Rente wird gekürzt, alle müssen privat vorsorgen. Wer hat am meisten davon? Menschen wie Wupp, ne? Der Fall ist doch gelöst. Ja, das klingt völlig plausibel. Ja. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Och. Okay, versetzen wir uns vielleicht mal, rekonstruieren wir den Tatergang und versetzen uns in die Lage des Täters. Wer wollen Sie sein? Ich sag mal, die Deutsche Bank, die DWS von der Deutschen Bank, der Deutsche Herold von der Deutschen Bank, die Allianz, vielleicht die AXA oder die Gotha-Versicherung, die Argo-Versicherung, die Viktoria-Versicherung oder die AWD. Ich bin alle. Ja. Das habe ich mir gedacht. Herzlichen Glückwunsch, Herr Uthoff, Sie sind die Privatversicherung. So, wir stellen uns mal vor, 90er Jahre, Anfang, Lebensversicherung, läuft nicht mehr so. Was machen Sie? Na, da brauche ich ein neues Produkt. Ja. Private Altersvorsorge. Gut, jetzt ist die gesetzliche Rente nur noch so gut, dass niemand privat vorsorgen möchte. Na, dann muss ich die Rente eben schlecht reden. Ja, aber das können Sie nicht selber machen. Dann nehme ich mir ein paar unabhängige Experten. Wunderbar. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Meinhard Miegel so, und Kurt Biedenkopf. Was soll ich denn mit den CDU-Pappnasen? Sie machen aus Ihnen die deutschen Rentenexperten, indem Sie sie ein Institut aufmachen lassen. Das IWG in Bonn, das Institut für Wirtschaft und Gesellschaft. IWG, ich werde gewinnen. Ja. Noch nicht gleich? Aber wir sind kurz davor. Jetzt müssen Sie erstmal dafür sorgen, dass die IWG auch zu Ergebnissen kommt, die Ihnen passt. Ja, kein Problem. Den stecke ich so viel Geld in den Arsch, dass oben das Richtige rauskommt. Nein. So direkt können Sie das nicht machen. Dann schalte ich ein Institut dazwischen. Ah, ist besser. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge, DIA, wird finanziert von der Deutschen Bank, der DWS und dem Herold. Also von uns? Ja. Und was kriegen die raus?
Ja, die kriegen jetzt raus, halten sich fest, die gesetzliche Rente ist zu teuer und wir müssen mehr privat vorsorgen. Yes! Ja. Und zwar da. Ich muss an alle denken. Sehr gut. Jetzt ist es nur so, die gesetzliche Rente ist immer noch zu hoch. Nein. Ja, und Menschen wie Norbert Blüm weigern sich, sie komplett zu demontieren. Die Sau. Ja. Was machen Sie also? Dann gehe ich zu seinem Chef. Jawohl, bloß Kohl hat nach 16 Jahren keinen Bock mehr auf Veränderung. Dann brauche ich einen neuen. Ja, wir haben 98, Wechselstimmung und wer möchte... Gerhard Schröder. Ja. Meuter, der hat doch einen Kumpel, der Maschmeyer. Ja. Der arbeitet doch für uns, den kenne ich, der macht alles. Wunderbar. Carsten Maschmeyer von der AWD. So, jetzt haben Sie nur ein Problem. Schröder steht was im Weg. Ach, seine Frau. Nein. Nein. Oskar Lafontaine. So, der mag Ihre Privatvorsorge überhaupt nicht. Die Sau. Ja, Sie haben ja noch den Maschmeyer. Ah, dann gehe ich zu dem hin und sage, Maschi, Baby, du machst jetzt mal in vielen Zeitungen eine Anzeige. Steht drin, der nächste Kanzler muss ein Niedersachse werden. Yes, es funktioniert. Schröder wird Kanzler, er montiert den Lafontaine ab und ist jetzt so dankbar, dass er alles macht, was Sie ihm sagen. Aber wie sorge ich denn dafür, dass die Leute auch wirklich privat vorsorgen? Ah, Sie lassen Schröder einfach die, wie gesagt, die gesetzliche Rente nicht kürzen. Die Privatvorsorge wird staatlich gefördert und wir sagen, wir machen sowas wie Riester-Rente. Ah, die reinste Ölquelle. Ja, aber wir bohren noch tiefer, Herr Uthoff. Wie wäre es, wir lassen den Schröder eine Expertenkommission einsetzen, ne? Und um zu gucken, ob wir nicht noch eine Rentenreform brauchen. Ich sag mal, diese Expertenkommission heißt vielleicht Rürup-Kommission. Aha. Oh, Entschuldigung. Ja, da stecken wir lauter unabhängige Experten rein. Ja, sehr gut. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Professor Bert Rürup. Großartig, der sitzt doch im Vorstand der AXA, ja? Und bei der Gotha-Versicherung. Ja, sehr schön. Und er ist Vorstandsvorsitzender von Meinheimer Research Institute for Economics of Aging. Das ausschließlich von uns bezahlt wird. Ja. Mir gefällt, wie Sie denken. Sehr schön. Ich habe noch den Herrn Raffelhüschen für Sie, auch Professor. Der ist ja noch viel unabhängiger. Ja, ja. Der sitzt auch bei der Ergo, ja. Und bei der Victoria. Ja. Sehr schön. So, Ergebnis, die Rürup-Kommission kommt zu dem Ergebnis, die Rente muss um 25% runter. Was macht Schröder? Die Rente um 25% runter. Das heißt, mehr Umsatz für Sie. Ah, wie schön. Ich habe leider ein kleines schlechtes Gewissen. Was, Sie? Ja. Schauen Sie, diese Männer haben so hart gearbeitet, die gesetzliche Rente zu kastrieren. Kann ich Ihnen nicht einen kleinen Obolus zukommen lassen? Okay, Millionen in Vortragshonoraren. Ach, schön. Aber so eine Million ist ja irgendwie auch ziemlich schnell weg. Ja, und dann wartet nur noch eine gekürzte Rente. Machen Sie sich keine Sorgen. Schauen Sie sich mal an. Hier, Professor, also Beamter, also Pension. Hier, dann haben wir hier Jurist, also Anwaltskammer. Kennen Sie ja, ne? Hier, Politiker, auch Pension. Dann haben wir hier Politiker, auch Pension, auch Pension. Und er hier, der hat die Ferris. So. Das heißt, alle, die daran gearbeitet haben, die Rente zu ruinieren, ja, sind auf diese Rente überhaupt nicht angewiesen. Jetzt haben Sie es.